Moin und hallo. Willkommen zu unserer dritten Folge unseres Webinars oder unserer Webinarreihe. Heute geht es um AR, wie schon angekündigt. Und zwar, wie man AR für E-Commerce nutzt, ohne Experte zu sein. Und dazu gibt es drei Mythen. Gibt vielleicht noch mehr, aber wir haben hier drei Mythen einmal aufgeführt zum Thema AR, die wir gerne entmystifizieren würden. Ich bin Patrick Pack, habe vor mittlerweile über 12 Jahren Vendorlight gegründet. Damals in Aachen während des Architekturstudiums, habe aber auch vorher tatsächlich schon viel im Bereich der Softwareentwicklung und im Bereich CGI lernen dürfen und mittlerweile da ziemlich viel Erfahrung und würde da ganz gerne ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Allgemein AR kennen wir sowohl von Produkten als auch von solchen Themen hier vielleicht sogar schon. Das ist ein Gewinnspiel, das Ganze, wo im Endeffekt man über eine Out-of-Home-Werbung tatsächlich halt sofort an dem Gewinnspiel teilnehmen kann und dann hier im Endeffekt halt zum einen eine Animation da reinbekommt, also eine AR-Animation, zum anderen aber auch tatsächlich darüber halt direkt anzeigt, ob denn jetzt die Teilnehmerin da gewonnen hat oder nicht. Und im Anschluss gibt es dann da noch im Endeffekt dann auch nochmal eine Karte, das kommt jetzt gleich, wo man dann im Endeffekt halt direkt in die Richtung des Vodafone Stores geleitet wird, jetzt in dem Fall. Also das hier einmal ein ganz schönes Beispiel, wie man das Ganze halt anbringen kann, AR, praktisch wirklich als, ich sag mal, als Sonderfunktion so für so ein Gewinnspiel im Straßenbild. Das ist ein Thema. Das andere Thema, gerade auch schon mal erwähnt, ist tatsächlich AR für Produkte. Und daher kennen es die meisten. IKEA hat da vor ein paar Jahren mit angefangen, mit IKEA Places. Das war ursprünglich eine eigenständige App, die rausgekommen ist mit dem Apple AR Kit. Das wurde da tatsächlich auch, als das AR Kit vorgestellt wurde, wurde auch die IKEA Places App vorgestellt. Mittlerweile ist die IKEA Places App integriert komplett in die IKEA App. Also das ist auch schon mal vielleicht ein Stück weit ein Hinweis darauf, dass IKEA da tatsächlich den richtigen Riecher hatte zum einen, aber zum anderen auch, dass das Ganze halt funktioniert. Also es ist tatsächlich in die native IKEA App mittlerweile integriert. Und das sieht man auch tatsächlich bei anderen. Ein anderes Beispiel, was vielleicht auch der eine oder andere kennt, im Interior-Bereich, ist West Wing. Da kann man mittlerweile auch über die App alles Mögliche an Möbeln im Endeffekt schon einmal austesten. Das hat einen riesen Vorteil, denn man sieht nicht nur das Bild oder die Bilder oder Videos, die man ansonsten so angezeigt bekommt, von einem Produkt, sondern man kann das Produkt tatsächlich erleben. Und was auch sehr wichtig ist, es gibt einen gewissen Gamification-Charakter dabei. Also man kann das wirklich selbst hinstellen, man kann halt damit spielen, man erlebt das Produkt einfach ganz anders. Und das hat Vorteile, darauf gehe ich nachher nochmal ein, in verschiedenerlei Hinsicht. Ein großes Thema dabei ist aber tatsächlich halt auch, dass man einfach sieht, passt es denn zu meinen bestehenden Möbeln? Wie sind denn die Maße davon und Co.? Ja, ich habe ja eben schon gesagt, heute werden Mythen entzaubert. Das Ganze startet einmal mit dem Thema AR-Models sehen nicht gut aus. Im Hintergrund der Cybertruck, deshalb gewählt, weil er im Endeffekt wenige Polygone hat. Das war zu Beginn von AR tatsächlich auch noch ein ziemliches Thema. Also dass im Endeffekt die Modelle wirklich relativ schlecht aussahen. Das hat verschiedene Gründe. Und zwar ist es zum einen so, dass die Performance von den Endgeräten tatsächlich noch nicht so gut war, aber auf der anderen Seite auch tatsächlich die Standards halt noch nicht so gesetzt waren. Da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, aber im Endeffekt gibt es mittlerweile wirklich vernünftige Standards, wie diese Modelle erzeugt werden,
was für Texture Maps da drin sind, wie viele Polygone die haben dürfen und so weiter und so fort. Das gab es zu Beginn so tatsächlich noch nicht. Also vor einigen Jahren war es tatsächlich so, dass das eher so ein bisschen Trial and Error war, dass man halt geguckt hat, funktioniert denn ein AR-Modell so, wie wir uns das vorstellen? Dann hat man das auf verschiedenen Geräten testen müssen. Die Zeiten sind längst vorbei. Also wir haben mittlerweile wirklich vernünftige Standards, wo wir ganz genau wissen, wenn wir uns an diese Standards halten, dann funktionieren diese AR-Modelle tatsächlich auch zum einen auf einer sehr großen Anzahl von Endgeräten, zum anderen sind die Ladezeiten aber auch tatsächlich gering. Und das ist auch ein Thema, was halt Google Ranking und Co. halt angeht. Ja, einmal ein paar Beispiele jetzt hier. Das sind tatsächlich auch AR-Models hier. In dem Fall aus einem Projekt von uns, wo wir praktisch über Realtime-Streaming 3D-Rendering, also CGI, in den Browser bekommen. Dazu auf Anfrage auch gerne nochmal mehr. Was wir hier zeigen wollen, das sind tatsächlich AR-Models hier. Also das, was wir hier sehen, ist ein AR-Model. Ich weiß nicht, ob man jetzt im Stream so gut erkennt. Das hat tatsächlich auch eine Textur hier. Das ist also nicht nur weiß, es hat ein richtiges Fabric, also ein richtiges Material da drauf. Und das sieht tatsächlich ganz gut aus. Ähnlich hier bei diesem Schuh, gleiches Spiel. Auch das ist ein AR-Model, schon wesentlich hochpolygoner als in dem Fall. Also mehr Polygone, mehr Geometrieinformationen im Endeffekt. Die sind immer schwierig dann zu berechnen. Beziehungsweise das ist halt genau das, was nachher Performance auch frisst. Aber auch hier sieht man, die Qualität ist tatsächlich mittlerweile ziemlich gut geworden. Das möchte ich nochmal an einem anderen Beispiel hier zeigen. Das ist auch ein Kundenprojekt von uns gewesen, wo wir jetzt in dem Fall halt ein ziemlich hochwertiges Studiomikrofon in AR, also als AR-Model, vorbereitet haben. Und hier sieht man tatsächlich auch mal an den Seiten hier zum Beispiel, was das mittlerweile für eine Qualität hat. Das Thema greife ich nachher nochmal auf. Wir sehen nachher nochmal ein paar andere Bilder dazu. Allgemein ist aber tatsächlich das Thema Qualität nicht mehr so das Problem. Man sieht das übrigens auch ganz extrem. Das ist immer ein Qualitätsmerkmal bei AR-Models, wenn die Rundungen hier vernünftig und fortlaufend sind und nicht abgehakt, also nicht gezackt sind sozusagen, dann ist das ein Qualitätsmerkmal. Wenn, denn im Endeffekt geht es tatsächlich darum, dass wir möglichst wenig Polygone da reinbringen. Ich hatte es ja eben schon mal gesagt, die Polygonanzahl ist das, was nachher Performance intensiv ist, also ist ein Thema dabei. Und das heißt also, wir müssen die Polygone runterbekommen. Das heißt also, wir müssen eine Form mit möglichst wenig Geometrie darstellen. Jetzt kann man sich mal vorstellen, wenn man so eine Rundung, also einen Kreis hat, und den möchte man mit möglichst wenig geraden Linien beschreiben, dann braucht man doch einige Eckpunkte dabei. Denn wenn man das Ganze mit drei Punkten macht, hat man ein Dreieck, mit vier Punkten hat man ein Viereck, und so muss man sich dann immer weiter an den Kreis annähern. Und da braucht man dann doch schon den einen oder anderen Punkt, um genau das zu erreichen. Und darauf sind wir spezialisiert, das halt möglichst gut zu machen und dementsprechend da auch selbst runde Formen oder abgerundete Formen halt vernünftig und sauber darstellen zu können. Ja, damit ist eigentlich dieser erste Mythos schon mal busted, also widerlegt. AR-Modelle sehen durchaus gut aus und sehen auch vielleicht besser aus als der Cybertruck, der jetzt auch nach Europa kommt. Mythos 2. AR wird sich nicht durchsetzen. Ja, das haben einige Leute gedacht, das denken auch einige Leute, glaube ich, heutzutage noch. Die Realität sieht tatsächlich anders aus. Also wenn man allgemein mal in verschiedene Statistiken oder Hype-Cycles reinguckt, dann ist das Thema tatsächlich da ein ganz anderes. Also wir haben
einmal zum Beispiel den Gartner Hype Chart. Da sind wir schon längst aus dem Hype raus, der peakt hier oben im Endeffekt. Wir sind tatsächlich da wirklich bei einer ausgereiften Technologie, die man so ohne weiteres nutzen kann, und wir haben praktisch die Hype-Phase schon längst verlassen. Das ist immer ein Hinweis darauf, dass man da kein First Mover mehr ist, also dass man nicht als Erster so eine Technologie implementiert, ich habe eben auch schon ein paar Beispiele gezeigt, sondern dass man im Endeffekt tatsächlich jetzt mitziehen sollte, mitziehen muss vielleicht auch, um da einfach standzuhalten. Gleiches sieht man auch tatsächlich nochmal hier von Ströer in einer Studie bzw. in einer Grafik hier. Dabei speziell darauf zu achten, hier bei Augmented Reality, das ist die Nummer 3, wir sind hier mittlerweile in der agieren Phase. Also nicht mehr in Beobachten, nicht mehr in Evaluieren, in der agieren Phase. Das heißt also, hier ist wirklich Handlungsbedarf gefragt. Wir sollten da also dementsprechend jetzt auch handeln. Und da, das ist vor allem an euch, an Sie gerichtet. AR ist nicht mehr nur ein Hype, nicht mehr nur eine schöne Idee, sondern ist tatsächlich im Alltag angekommen und auch im E-Commerce angekommen. Ja, warum ist das so? Weil AR wirkt. Also Augmented Reality wirkt, und das nicht zu knapp. Und das möchte ich mit ein paar Studien hier auch hinterlegen. Einmal von der Harvard Business Review. Das findet man aber tatsächlich auch bei verschiedenen anderen oder in verschiedenen anderen Quellen. Wir haben über AR, also Produkte, die AR-Modelle bereitstellen, performen in der Conversion Rate um 94% besser. Das heißt also 94% Conversion Uplift nur durch AR. Und das ist tatsächlich ein riesengroßer Faktor, weil die Conversion Rate ist ja einer der KPIs, die man möglichst hochhalten will, um tatsächlich Marketingkosten und Co. halt runterzubekommen. Das ist ein extremer Faktor dabei. Ich hatte letzte Woche schon über Produktbilder und Co. gesprochen, da haben wir auch Conversion Uplifts gesehen. Hier haben wir tatsächlich nochmal 94% on top. Allgemein ist es auch so, dass, ich habe ja eben schon mal gesagt, wir sind nicht mehr in dem Bereich, dass wir irgendwo First Mover sind, wenn wir jetzt AR nutzen im E-Commerce, sondern es ist eine etablierte Technologie. Und es ist tatsächlich auch so, dass Kunden genau diese Technologie auch erwarten, oder das zumindest teilweise schon. Auch da gibt es natürlich noch Bewegungen, das wird stärker werden mit der Zeit. Auch dazu gibt es Studien, wie sich das in den nächsten Jahren noch entwickeln wird. Im Endeffekt ist es so, dass aktuell schon 61% der Kunden Händler bevorzugen, die halt AR-Experiences haben. Und dabei kommt es auch nicht unbedingt nur darauf an, dass man dabei ja alle Produkte im Sortiment über AR darstellt, sondern dass man allgemein zeigt, dass man da was tut. Auch da gibt es tatsächlich gute Studien zu, was die Wahrnehmung der Brand angeht bei Kunden. Die steigt auch enorm darüber, dass man AR-Content anbietet, weil man einfach das Vertrauen erhöht, weil man das Vertrauen in die Produkte erhöht, weil man auch einfach tatsächlich darüber Qualität zeigen kann. Ein anderer riesengroßer Punkt ist dabei die Retourenquote. Die Retouren sind mittlerweile halt ein Riesenfaktor im E-Commerce. Das ist branchenseitig auch nochmal extrem unterschiedlich. Allgemein kann man über alle Branchen hinweg tatsächlich auch sagen, dass 25%, also ein Viertel der Retouren zurückgeht nur durch den Einsatz von AR. Woran liegt das? Auch das ist relativ einfach zu erklären. Wir kriegen beim Online-Shopping ja nicht diese Experience, dass wir im Endeffekt Produkte live erleben können. Wir können die nicht anfassen, wir können die im Normalfall nicht von allen Seiten sehen, wenn wir nur ein paar Bilder haben oder vielleicht auch ein kurzes Video und Co. Wir haben immer noch irgendwo so ein Mismatch zwischen dem realen Produkt und dem, was wir gezeigt bekommen. Und AR ist da eine Riesenhilfestellung dabei, genau das, also diesen Gap halt zu schließen.
und dabei zu helfen, ein Produkt halt wirklich auch in der eigenen Umgebung wahrzunehmen und tatsächlich auch erlebbar zu machen, abseits von nur einem normalen Bildschirmerlebnis, also wo man tatsächlich ganz normal im Browser was sieht, sondern dass man es wirklich interaktiv einsetzen kann und dass man das Produkt in den Raum stellen kann, wie eben einmal ganz kurz dabei West Wing und IKEA zum Beispiel gezeigt. Das hilft extrem dabei, Retouren zu reduzieren, weil man das Produkt halt dementsprechend schon erlebt hat. Und was man tatsächlich auch definitiv nicht unterschätzen sollte, ist, wie sehr so eine Experience sich verankert im Kopf. Beim Marketing geht es ja sehr viel darum, den Wunsch im Endeffekt zu erzeugen oder einen Wunsch, der schon da ist, halt zu verstärken und tatsächlich dabei auch ganz klar zu schauen, dass man diesen Wunsch in eine Kaufbewegung umsetzt. Und das passiert nicht immer unbedingt halt bei dem, ich sag mal, bei dem ersten Kontakt. Und dafür ist es wichtig, dass wir halt praktisch diese Experience, die wir dabei haben, halt speichern, dass wir die halt irgendwo in den Kopf bekommen von den Kunden. Und das funktioniert exzellent mit AR, weil da haben wir tatsächlich 70% bessere, ja, bessere Speicherung, bessere, besseres Memory Encoding als in anderen Werbeformen. Auch das ist relativ klar, ich habe es eben schon mal genannt, also ein Grund dafür ist tatsächlich dieser Gamification-Charakter. Man interagiert wirklich damit. Also man ist praktisch direkt daran beteiligt, mit diesem Produkt zu interagieren, das Produkt in den eigenen Raum zu stellen und dadurch hat man sofort einfach auch ein Bild davon im Kopf, wie sieht das Ganze denn bei mir aus und im Optimalfall sieht das Ganze gut aus, ich kann mir überlegen, kommt es dahin oder dahin. Ich habe aber auch tatsächlich halt dieses Thema nicht mehr bei, also im Möbelbereich ist es tatsächlich ziemlich extrem. Ist es jetzt zu klein, zu groß und so weiter, das geht dann wieder auf die Retourenquote. Also das springt natürlich, dieses Thema der Gamification, dieser Erfahrung, das springt natürlich über all diese KPIs jetzt. Da gibt es noch ganz viele andere KPIs, die auch ganz spannend sind. Im Allgemeinen ist aber tatsächlich der Grundsatz dabei, Augmented Reality wirkt. Und der ist nicht antastbar, das ist ein Fakt einfach. Ich habe das häufig in Kundengesprächen erlebt, dass dann tatsächlich kam, ja gut, aber dann ist es im Endeffekt halt so, dass man das ausprobieren muss und man muss halt schauen, ob das dann bei uns wirkt und Co. Nein, das muss man mittlerweile nicht mehr, denn es gibt dazu, wie gesagt, genügend Statistiken, genügend Studien, die genau das belegen. Wer nicht so auf Studien vertraut, der müsste sich dann vielleicht einfach mal angucken, was bei Apple und Co. Los ist. Im Endeffekt, Tim Cook hat vor einigen Jahren ja auch tatsächlich eine große AR-Offensive angekündigt. Auch die ist im vollen Gange. Alle Apple-Produkte, die es so gibt, sind auch mittlerweile AR-fähig und können auch über so ein Virtual Try-On hier zum Beispiel, also so ein Virtual Fitting, auch getestet werden. Jetzt in dem Fall bei der Apple Watch. Da gibt es auch noch ganz viele andere Beispiele für. Anderes Thema, was das auch nochmal befeuern wird. Egal, ob jetzt die Apple Vision Pro so funktioniert und so gehypt wird oder ob das nachher ein Flop wird. Man merkt aber tatsächlich, dass dieses Thema AR immer wichtiger wird. Metaverse und Co. Wir haben so viele Einströmungen im Endeffekt, die da noch dazukommen, die das eventuell nochmal pushen. Was aber eigentlich gar keine Rolle spielt, weil aktuell ist es, wie eben schon belegt, auch tatsächlich schon verfügbar und wir sind tatsächlich auch jetzt gerade schon halt mit sehr guten Statistiken dabei. Anderes kleines Beispiel hier im Bereich Food jetzt, wo man sich dann tatsächlich halt auch zum Beispiel so einen Burger halt vorher angucken kann. Google hat das Ganze auch schon eine ganze Weile auf dem Schirm. Und hat unter anderem solche Ads hier auch integriert. Und da gibt es verschiedenste Beispiele, ne, wie das funktioniert. Also jetzt in dem Fall tatsächlich auch einfach nur, dass man es drehen kann, dass man sich es von allen Seiten angucken kann. Auch dabei gleiche Idee, Gamification. Wir können es drehen, wir können damit interagieren. Und sofort hat man einen ganz anderen Hook gesetzt. Also man hat direkt im Endeffekt dieses Produkt
verankert und hat somit auch einen höheren Wiedererkennungswert. Und in dem Fall tatsächlich jetzt so ein bisschen, ein bisschen kreativer, sage ich mal, dass man diese Dose, halt diese Kosmetikdose jetzt von vorne tatsächlich normal zeigt und von hinten die Ingredients, die da drin sind, dann nochmal so über AR zeigt. Allgemein ist Google auch einer der Treiber von AR, auch was AR Standards angeht. Es gibt mittlerweile auch da einiges, wie praktisch AR-Modelle auch im Google-Algorithmus helfen, also aktuell schon helfen, auch in Zukunft helfen werden. Dafür müssen Standards eingehalten werden. Das sind aber alles Themen, die müssen Sie und euch jetzt aktuell erstmal überhaupt nicht interessieren, denn da kümmern wir uns dann gegebenenfalls drum. Anderes Beispiel, Amazon macht das jetzt seit einer Weile auch ziemlich aktiv, dass sowohl, dass man virtuell Schuhe anprobieren kann, aber auch, dass man halt bei den meisten Produkten tatsächlich mittlerweile auch AR-Modelle mit dabei hat. Und das ist auch nochmal ein Riesentreiber. Man muss sich einfach vorstellen, Amazon ist nach wie vor natürlich der Platzhirsch im E-Commerce, ist da auch tatsächlich natürlich eine treibende Kraft, was das ganze Thema angeht. Und wenn Leute, also Kunden, potenzielle Käufer, das Ganze natürlich von Amazon so lernen, dann ist es auch spätestens dann an der Zeit, dass man danach zieht und sich da nicht schlechter darstellt. Ein anderes Beispiel hier nochmal ein bisschen genereller gefasst ist Shopify, wo man im Endeffekt auch mittlerweile super easy AR-Modelle einbinden kann und dann auch jetzt wie in dem Fall hier dieses Fahrrad dann sofort kaufen kann. Schönes Beispiel, um das Ganze halt zu erleben und dann auch tatsächlich sofort in den Kauf überzugehen. Allgemein ist es so, dass wir eine Evolution haben bei dem Product Content im E-Commerce. Also früher war es nur die Produktbeschreibung, dann kamen Bilder dazu, dann kamen Videos dazu, 360-Grad-Ansicht, die man dann schon selbst bewegen konnte. Und mittlerweile AR als Ganzes. Und diese Bewegung ist auch tatsächlich so nicht mehr aufzuhalten. Also wir werden AR immer weiter sehen, AR wird immer stärker werden. Und damit ist auch tatsächlich AR, der zweite Mythos, AR wird sich nicht durchsetzen, auch busted. AR ist bereits da. Ja, der dritte Mythos, und das ist, glaube ich, auch eine der größten Hürden, die wir immer wieder sehen in Kundengesprächen. Das ist einfach das Thema AR-Integration ist zu aufwendig, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Ich habe doch sowieso schon mit dem restlichen Content so viel um die Ohren. Wie soll das denn bitte noch funktionieren? Ja, da guckt man sich einfach einmal an. Ich habe es eigentlich eben schon vorweggegriffen. Wie sieht das aus bei den verschiedenen Shop-Systemen? Shopify, einer der größten dabei. Ja, ist easy. Wie gesagt, habe ich eben schon mal gezeigt. Da ist es wirklich super einfach, AR-Content einzubinden mittlerweile. Also keinerlei Frage, ob das funktioniert oder nicht. WordPress, auch darüber werden ja im Endeffekt halt Blogs, die halt Sales fördern, sind oder auch tatsächlich halt auch komplette Webshops teilweise betrieben. Auch das überhaupt gar kein Problem. Magento, Adobe, gar kein Thema. Auch da super easy, das einzufügen. Shopware, auch da ganz einfach. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele, die ich hier gebracht habe. Mittlerweile ist AR-Content tatsächlich wirklich easy einzubinden. Die Frage stellt sich dann halt immer noch, was ist denn mit Custom Webshops? Ja, berechtigte Frage. Also wie gehe ich da damit um? Auch das ist relativ einfach. Mittlerweile nutzt man unter anderem dann zum Beispiel den Model Viewer, um AR-Modelle anzuzeigen. Das ist ein Thema, was tatsächlich relativ schnell eingebunden ist. Wenn das in der eigenen Entwicklung so zu Problemen kommt oder da halt irgendwie Fragen aufkommen, auch gerne mir einfach schreiben, dann erklären wir dann nochmal, wie das funktioniert. AR einzubinden ist aber definitiv keine Hürde mehr. Also,
das ganze Thema ist mittlerweile wirklich einfach, egal auf welcher Ebene, egal mit welchem Shop-System dahinter, egal ob man das Custom mit einem Custom-Code einbinden muss, das ist kein Problem. Ja, was muss ich dafür tun, um das Ganze zu machen und das Ganze dann auch endlich bei mir in den Webshop einzubinden, wenn ich denn nicht schon so weit bin? Im Endeffekt ist das Ganze relativ easy. Ihr schickt uns 3D-Daten oder Referenzen oder Produkte. Also das Produkt praktisch, das reale Produkt. Und das war's schon. Den Rest machen wir für euch. Wir kümmern uns praktisch um die ganze Magic dahinter. Wir geben euch dann die AR-Modelle zurück oder binden die auch direkt halt bei euch ein. Je nachdem, das ist alles ein Thema der Absprache. Aber das war's im Endeffekt schon. Also eigentlich easy as it gets. Wir kriegen eure Referenzen und wir bauen euch daraus die passenden AR-Modelle. Also auch da eigentlich keinen Grund mehr, irgendwie scheu zu sein oder das Thema nicht anzugehen. Einfacher geht's eigentlich nicht. Ja, und dann gibt's eigentlich noch ein weiteres Thema, also one more thing, wie Steve Jobs ja immer so schön gesagt hat. Denn wenn wir das tun, hat das noch andere Vorteile. Also nicht nur die ganzen Vorteile, die ich eben schon genannt habe, ihr habt eine höhere Conversion Rate und so weiter und so fort, sondern noch andere Vorteile. Denn sobald ihr AR nutzt, seid ihr in der CGI-Welt und das gibt tatsächlich nochmal einige Vorteile mehr. Ich hatte es eben schon mal angekündigt, dieses Mikrofon kommt nochmal auf euch zu. Sieht man jetzt hier nochmal, das sind Produktbilder, die daraus entstanden sind in CGI, also die drei hier zumindest. Hier in dem Fall ist das jetzt nochmal ein Headphone, was wir auch für Biodynamic gemacht haben. Auch das sind alles Themen, die können wir dann zeitgleich mit erstellen und dadurch hat man natürlich auch dann da nochmal Effekte, also Einsparpotenzial und einfach Optimierungspotenzial. Man hat weniger Absprachen, man nimmt im Endeffekt einmal das High-Poly-Modell ab, wir liefern euch dazu dann Bilder, Animationen und Co. Und eigentlich kommt der gesamte Content dann aus einer Hand. Und das hat im Verlauf dann tatsächlich ziemlich große Vorteile. Anderes Beispiel hier Zwilling. Da ging es um, jetzt in dem Fall, um solche Aufbewahrungsdosen in verschiedenen Größen. Hier in dem Fall jetzt einmal für Social Media ein Thema, was wir da gemacht haben. Das kann aber auch wesentlich komplexer werden. Jetzt in dem Fall in der Matratzen- und Bettenindustrie. Da kann ich noch ganz viele andere Beispiele aufbringen, auch gerne da einfach mal nachfragen. Wir machen das für alle möglichen Branchen, in allen möglichen Segmenten, in allen möglichen Skalierungen, also von wirklich qualitativ hochwertige Einzelbilder über nur AR-Modelle bis hin zu kompletten Pipelines, die wir da füllen und ja, wo wir viele tausend Produkte halt im Endeffekt digitalisieren. Da ist alles mit drin und ja, da gibt es das Rundum-Sorglos-Paket, wenn ihr das denn haben wollt, von uns. Und dazu müsst ihr mich eigentlich einfach nur anschreiben und dann starten wir da sehr gerne ein Projekt gemeinsam und testen das Ganze einmal. Falls noch Fragen aufkommen sollten, schreibt mir gerne. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen schönen, hoffentlich auch außerhalb von Köln sonnigen Tag. Bis dann. Ciao.